Machen wir mal ein bisschen mit diesen Einzel-Editions weiter. Hier, also die, die wir nicht wirklich in irgendwelchen Bündelpaketen mitgenommen haben. Machen wir doch mal weiter, oder hast du irgendwas? Machen wir mit Savi weiter, dann bist du nämlich auch mit dabei. Wir haben das letzte Mal wahrscheinlich überhaupt bei Savi bestellt. Bei Xavi. Denn die bieten keine PayPal an und wir haben keine Kreditkarte. Und wollen auch keine erstmal. Wir überlegen, weil da kommen ja doch noch ein paar Sachen mit Savi. Nein, wir haben ja noch eine Bestellung, die noch kommen muss, ne? Ja, ey, die wird morgen veröffentlicht. Jetzt hast du nicht schon wieder dein Handy in der Hand, oder? Die wird morgen veröffentlicht, glaube ich, 8. September. Könnte sein. Heißt es. Heute ist aber doch der 8., oder? Nein, heute ist der 7. Dann nächste Woche der 14. ist am Sonntag. Okay. Dann könnte morgen noch was losgehen, aber an sich sind das erstmal so die letzten Steals mit dem, was noch kommt. Aber die wollten wir auch noch unbedingt haben. Ja, und ich bin froh, dass wir die rechtzeitig bestellt haben. Oh, ja. Ich fang mal an. Fängst an. Ich habe den zweiten Teil einer bisher nur zweiteiligen Reihe, da soll noch ein dritter Teil kommen, da werde ich dann das UK-Steel nie haben, weil Savi. Ich habe mir mitgenommen, ich weiß gar nicht, für 8, 9 Euro. Ich hatte ja noch einen Gutschein. Damit habe ich das Ding hier auf, glaube ich, knapp 8 Euro gedrückt, umgerechnet. 28 Weeks Later. Und mir war es nicht bewusst. Das ist so, oh, 28 Weeks Later ist im Angebot. Moment, ist das Jeremy Renner? Ja, das ist Jeremy Renner. Ich habe den Film mal vor Jahren gesehen. Kann mich an kaum noch was erinnern, außer an diese Hubschrauber-Szene. In dem Stadion. Aber. Und an den Anfang, der auch ziemlich geil. Sehr geil gemacht. Bisschen besser als der erste, finde ich. Halt größer. Gucken, dass wir die deutsche Auflage bekommen. Ja, es gibt so eine Doppel-Edition von den beiden in einem Pack, aber es ist halt ein 18er. Ich glaube, der erste ist ab 18. Kriegen wir vielleicht mal im Laden. Ja, ich warte ja immer noch drauf. Es lag mal bei Real, aber halt nicht billig. Leben ist nicht einfach. Ja, und ich habe mir auch einen Film gekauft, da wo an, aus, ja, es ist eine Reihe im Prinzip. So von der Aufmachung her ist es eine Reihe. Ja, es ist die Collection. Und davon hatte ich schon zwei und drei gab es bisher auch nur. Ich glaube, es ist noch keine vierte aus dieser Reihe rausgekommen. Ich hoffe ja immer noch ein bisschen auf ein paar andere Filme. Ja. Die ich nie haben werde, weil Zabi. Ja. Aber hier, na gut, sei mal bestellt über andere oder andere Kreditkarten von Leuten und so. Auf jeden Fall, ich weiß nicht, warum ich es gerade rausgenommen habe, habe ich mir A Clockwork Orange mitgenommen und damit haben wir den Film jetzt zum dritten Mal in unserer Sammlung, paradoxerweise. Stimmt. Nee, Moment. Doch. Dreimal. Aber einmal noch verkaufen wir. Einmal verkaufen wir auf jeden Fall. Und wir haben zwei Special Editions auf Blu-ray. Ja, der war auch im Angebot. Auch 9 Euro. 10er, also 10er Pfund mäßig. Ja. Ne? Und deswegen habe ich den mitgenommen, Gott sei Dank auch. Ich habe lange darauf warten müssen, weil ich habe den, glaube ich, 5 oder 6 Tage, nachdem du deins bekommen hast, es erhalten. Und wir haben am gleichen Tag bestellt. Manchmal ist das sehr merkwürdig. Und es wurde fast am selben Tag versendet. Ja, aber es kam 5, 6 Tage später an und es sieht richtig geil aus. Ich weiß nicht, ob ich diesen Film gut finden werde, aber... Also ich mag ihn, ja. Ich finde ihn toll. Da muss man sich aber auch wirklich drauf einlassen, weil das ist auch so ein Film, ey, der haut dir sowas von in die Magen gerufen. Du wolltest ihn ja gestern gucken, da war ich noch nicht so drauf bereit. Also das ist echt ein Film, der haut dir schön einmal in die Fresse und in die Magengrube gleichzeitig. Ich bin echt gespannt, auch wenn... Meine Fresse, das soll Malcolm McDowell sein. Wenn man den heute kennt, dann ist das echt krass. Ich kenne ihn ja nur als alten Sack. Jetzt mal hart ausgedrückt. Und jetzt? Sag ja nur, hier kommt Alex. Ja. Ist das was aus dem Film, oder wie? Nein, das ist das Lied von den Toten Hosen und bezieht sich auf diesen Film. Der Typ. Malcolm McDowell heißt in dem Film Alex. Ach ja? Der Film? Das Lied bezieht sich auf den Film? Beziehungsweise. Oh, okay. Wusste ich noch nicht. Ist mir neu. Aber wenn du dann mal wenn du den Film guckst. Und dann ein bisschen auf den Text achtest, erkennst du da sogar, hört man es raus. Wahnsinn. Nerdwissen! Ich überlege gerade, ob sich noch eine kleine Pause lohnt, weil das Video schon wieder verdammt lang geworden. Wir sind doch nur bei 43 Minuten. Ja, wir haben aber auch nicht mehr, wir haben jetzt schon über die Hälfte geschafft, ne? Ja, wir ziehen jetzt durch und gucken, ob wir spontan teilen. Laden wir das halt mal wieder 14 Stunden über Nacht hoch, ist ja auch egal. Auch ein Blitzangebot, ne? Ich weiß gar nicht. Ich habe schon überlegt. Es war runtergesetzt, auf jeden Fall. Es war auch, Amazon, ne? Ja. Nee. Oder nee. Mediamarkt, ne? Mediamarkt Online? Verdammt. Ich habe auch null Ahnung, wo ich es gekauft habe gerade. Nee, es war Amazon und dann war es danach bei Mediamarkt in dieser Schnäppchen-Nacht.
War es aber Blitzangebot oder was? Ja, es war ein Blitzangebot. Ein Tag runter. Oder fünf Tage Filmschnäppchen? Nee, ich glaube, es war ein Blitzangebot. Wolf of Wall Street. The Wolf of Wall Street. Und wir haben es auch schon geguckt. Wir haben es auch schon geguckt. Aber ich glaube, diesen Monat. Stimmt, es kommt erst in einem Monat später. Ja, das haben wir diesen Monat erst geguckt. Ja, war der zweite. Wir reden also später erst drüber, aber hier ist für mich wieder, also das will ich kurz erwähnen, auch wenn ich das vielleicht nachher nochmal irgendwann in dem nächsten Video erwähnen würde, ein Film, der durchaus kürzer hätte sein können. Oh ja. Also war... Er hatte richtig geile Szenen, so viel möchte ich auch erwähnen. Oh, aber diese Leonardo DiCaprio-Szene ist so geil. Das ist ein Film, wo ich sage... Halbe Stunde hätte auch weniger gereicht. Mindestens eine halbe Stunde. Also 3 Stunden ist schon echt zu lang. Ich bin halbwegs wach geworden auch ab und an mal wieder. Also 1-2 Mal bin ich kurz weg gewesen, weil das hat sich einfach gezogen. Also ich bin bei nichts Wichtigem eingeschlafen oder weg gewesen, aber ich habe 1-2 Mal echt mit mir kämpfen müssen, weil er hatte Längen und zwar nichts Neues, aber ist auch egal. Das sagen wir alle später nochmal, wenn es euch interessiert. Ich finde ja die Rückseite schöner als die Vorderseite. Es rutscht mir immer wieder. Muss ich sagen. Ich finde die Rückseite geiler. Alles geprägt, aber das hat der auch schon ein oder andere mal vorgestellt. Also ein bisschen wahrscheinlich. Das ist eins dieser Stils, die auf einmal da waren. Nein, nicht so. Auf YouTube? Das war aber auch schon vorher klar. Ja. Da bekannt wurde, es kommt ein Steelbook und es soll alles geprägt sein, sind die ja bei Filmfreunde Deutschland sind die alle ausgerastet. Ja, dann mache ich das hier noch und dann gehen wir mal hier zu Mediamarkt. Zu Mediamarkt, genau. Noch eine Amazon-Vorbestellung und das hatten wir am Anfang des Videos ja schon erwähnt. Das ist das teuerste, was ich mir gekauft habe. Aber auch das billigste, was man haben konnte. Ja. Also, aktuell kostet dieser Film über 30 Euro. Genau, mehr als ich ausgegeben habe. Oder 29 irgendwas, nee, 27. 33 irgendwas ist er aktuell. Naja, aber man kriegt ihn im Handel auch schon mal für 28. Aber ja, ich habe halt nur 23 Euro aufgerundet, jetzt einfach mal 23 Euro ausgegeben. Wegen Vorbesteller. Wegen Vorbesteller. Und ich rede hier natürlich von Captain America. Warum rutschen wir die mal wieder raus? Das ist ja furchtbar. Muss man aufpassen, dass wir die wieder runterrutschen. Hier ist schlimmer als wenn es bei dem anderen. Richtig geiler Stil. Ich muss mir richtig den, geiler Film. Ich muss mir den Film das mal angucken. Das ist schlimm. Das ist peinlich. Und draufgespuckt. Das ist ja nur die Folie. Captain America. Ich will da gar nichts zu sagen, weil ich muss das gleich nochmal im nächsten Video alles, aber egal. So, jetzt kommen wir mal zum Mediamarkt. Genau. Und ich halte mal was rein. Das war, glaube ich, die letzte Bestellung von uns. Das war so eine Wochenendaktion, so ein Blitz. So lange Nacht der Schnäppchen. Preise. Lange Nacht der Schnäppchen, genau. Oder so, wie auch immer. Da waren ganz viele Angebote und wir haben 4 Sachen gekauft. Genau, online haben wir 4 Sachen gekauft. Also online, genau. Wir reden natürlich von online. Und alle haben, glaube ich, 9 Euro gekostet. Ja, alles 9. Für alles für 9 Euro. Also ich halte erstmal meinen ersten Film rein. Ein Film, den ich auch lange wollte, auch in dieser Version, nachdem ich wusste, dass es sie gibt. Da ich großer Jim Carrey-Fan bin, Der Grinch. Sehr geil. Also ich finde es geil. Oder ich fand es geil. Ich hoffe, ich finde es immer noch geil. Kann man zu Weihnachten. Ja, es ist ein Weihnachtsfilm, aber glaube ich, kann man auch im Sommer gucken. Wir gucken ja immer Weihnachtsfilme. Aber wir sollten es vielleicht doch eher an Weihnachten gucken. Die Geschichte dürfte ja bekannt sein. Der Grinch hasst Weihnachten und will Weihnachten klauen. Und zwar dem netten, märchenhaften Dorf Whoville. Und die ganzen Leute in Whoville sind ein bisschen, naja, wenn man hart ausdrücken will, würde man sagen, die sind irgendwie auf Drogen. Aber ich hatte sehr viel Spaß mit dem Film. Ich glaube, ich habe ihn nur ausschnittsweise mal gesehen, im Fernsehen. Da muss man sich auch, glaube ich, drauf einlassen. Und, ach du Scheiße, das ist ein Ron Howard-Film. Das ist ein Ron Howard-Film. Das wusste ich gar nicht. Der Grinch. Im Querstilbook übrigens, ne? Falls es nicht klar wurde eben. Ich freue mich. Oh, wir haben noch was von Amazon vergessen, aber egal. Das können wir danach machen. Ja, das ist eh keine Filme. Check mal drauf. Ach, stimmt. Das haben wir jetzt komplett vergessen. Egal. Ich habe 2 Steels gekauft und eins davon halte ich euch jetzt in die Kamera. Es ist Coraline oder Caroline, wie ich gerne sage. Ich weiß bloß nicht so genau, wie es ausgesprochen wird. Also Coraline. Coraline ausgesprochen, glaube ich. Ein Animationsfilm vom Regisseur von Nightmare Before Christmas.
Den sie auch noch nie gesehen habe. Den ich auch noch nie gesehen habe. Aber ich freue mich schon tierisch auf diesen Film. Und auch auf Nightmare Before Christmas. Und ja, wir können beide nichts wirklich zu sagen. Aber das ist nicht wirklich. Das ist ja auch hier wieder so Stop-Motion, glaube ich. Das ist nicht wirklich Animation. Ne? Ich glaube, das ist Stop-Motion. Kann sein, aber es ist ja so ähnlich. Also es sieht ja nicht so viel anders aus. Wollte ich nur erwähnen, weil auch Nightmare Before Christmas ist Stop-Motion. Okay. Ich bin trotzdem gespannt. Ich wollte diesen Film schon länger haben und bei 9 Euro habe ich dem zugegriffen. Ich glaube, ich hätte ihn auch billiger haben können bei Media Dealer, aber da haben wir noch nie bestellt und irgendwie... Jetzt haben wir ihn halt. Jetzt haben wir ihn halt auch ein paar Euros mehr oder 1-2 Euro maximal war er da billiger. Ich freue mich. Schönes Stil drin, sieht aber sehr unspektakulär aus, weil das diese 100... Jahrhundertfilme. Jahrhundertfilme sind und da sind immer die gleichen Inlays. Kennt ihr wahrscheinlich, wenn ihr einen Stil habt, habt ihr alle Inlays von diesen Stils. So, willst du? Oder? Nein, noch nicht? Okay, ich denn nochmal, weil da... Ist ja ein bisschen was Besonderes für 9 war Euro. Auch, genau, Nummer 9 war auch noch mit bei. Und ihre Reaktion, als sie es bei der OFDB eintragen sollte, was, der geht nur 10 Minuten? Ja, ich habe persönlich den Kurzfilm dazu erwischt. Nicht aufgepasst. Und regt sich auch noch auf, das Stil ist noch nicht eingetragen. Ja, ich habe ihn. Und er geht nur 10 Minuten. 10 Minuten? Wo ich meinte, wieso, der muss noch 9 Minuten gehen. Ja, auch ein Film, den wir noch nicht kennen, produziert von Tim Burton, wie glaube ich Coraline auch. Oder zumindest hat er da auch irgendwie mitgewirkt. Oder sieht so aus, als wenn er mitgewirkt hat. Ja, genau. Coraline hat da auch mitgemacht. Die steht zumindest. Er hat produziert, genauso wie Nightmare Before Christmas. Ja, als Produzent, ne? Also nicht. Er hat ja. Auch aber wenn steht man hier immer auch noch glaubt. Drauf. Die Produzenten, Tim Burton, in Klammern Coraline. Und mal wieder Nerdwissen: Tim Burton ist nicht der Regisseur von Nightmare Before Christmas, sondern nur der Produzent. Der Regisseur ist nämlich. Jetzt klugscheißen wir mal richtig: Henry Selick. So, genug Klugeschissen und Nerdwissen verteilt. Ich habe mir für 9 Euro mitgenommen ein Mediabook. Was du schon auch länger im Auge gefasst hast. Ich weiß noch genau, einer unserer ersten Mediamarkt-Ausflüge, ich glaube sogar der erste Mediamarkt-Ausflug überhaupt, den wir zusammen hatten, ne? In den großen Mediamarkt, meinst du? Im großen Mediamarkt, im Alex. Wo dir der Kopf geplatzt genau. ist? Genau. Zeigt er mir dieses Mediabook und meint so, interessiert, ne? Und aber jetzt, 23 Euro zu teuer. Und jetzt... Ne, 17 Euro oder so, ne? Ja, also egal. Ja. Ich habe mitgenommen Juan of the Dead. Vorne und hinten mit Pappbanderole. Hinten war ganz schön scheiße abzukriegen. Ich habe mir extra vorher mal einen Trailer angeguckt. Ein bisschen ärgere ich mich, dass ich nicht ein paar Tage vorher John Dies at the End das Mediabook mitgenommen habe, weil das ist von derselben Firma. Aber hat auch keine 9 Euro gekostet, war teurer. Ne, 10 Euro oder so. Ne, ich glaube 13. Das war nicht nur 10, 13 Euro, egal. Jetzt habe ich mir Juan of the Dead mitgenommen, habe den Trailer gesehen, das sah ganz lustig aus. Bin mal gespannt. Ich weiß nicht, was davon erwarten soll, aber nicht viel. Ein aber bisschen ein Mediabook für 9 Euro. Aber ey, es, man muss auch dazu sagen, es lag auch wirklich immer rum, ne? Mhm. Bis es dann immer weggepackt wurde anscheinend. Aber es war auch nie so billig. Es war immer so 17, genau. 16 Euro war das billigste. Und jetzt für 9 Euro. Nicht verkauft hat, ne? Aber gut, ist halt so. Für 9 Euro nehme ich es mit. So. Da habe ich gar nicht lange überlegt. Wollen wir Mediamarkt erstmal zu Ende machen oder deine Amazon haben wir vergessen? Ding? Machen wir Mediamarkt erstmal zu Ende, ist ja auch nicht schlimm, denn vor kurzem, und wenn ich sage vor kurzem, ist es glaube ich noch nicht mal eine Woche her, hatte Mediamarkt eine 3,20 glaube ich, ne? Eine 3,20 Aktion mal wieder. In einem großen Prospekt. In einem großen Prospekt und wir haben mitgemacht. Wir haben mitgemacht. Es war nicht so geil wie die letzte 3-for-20 Aktion. Da haben wir, da haben wir, glaube ich, 5-mal oder so 3-for-20 gekauft. Ja, aber hier. Ja, aber. Steelbooks. Ja, Blu-ray. Das ist wirklich ein Highlight. Damit fangen wir aber nicht an. Wir fangen mit den 3 Emerys an, die ich mir ausgesucht habe. Und die ja, unterschiedlicher. Es sind schon wieder alle meine Filme. Na gut, aber die eine oder andere hättest du ja auch wahrscheinlich gekauft, wenn ich es nicht getan hätte. Und ich nenne jetzt. Keine Ahnung. Aber man muss mal erwähnen, die 3 Filme könnten nicht unterschiedlicher sein. Ja. Oh, fangen wir mal wieder mit einem Film an, der in meine Robert De Niro-Ecke wandern würde, wenn ich eine hätte auf Blu-ray. Silver Linings. So, kann ich zu sagen. War angefixt
schon damals, als es um die Oscars ging. Und Jennifer Lawrence einen Oscar bekommen hat. Genau, ist auch mit Chris Tucker noch und Jennifer Lawrence, wie gesagt, Bradley Cooper nicht zu vergessen. Hauptsache ich nenne Chris Tucker als erstes, obwohl er jetzt letztes aufgeführt ist, aber ist auch egal. Chris Tucker spielt damit? Ja, steht drauf. Ist ja geil. Und Robert De Niro. Also es gibt genug Gründe, diesen Film wenigstens anzuschauen und auch in seine Sammlung aufzunehmen, selbst wenn man ihn nur einmal sieht. Chris Tucker? Wenn man so verrückt ist, wie wir sind. Aber ich glaube, der wird mir so gut gefallen, dass ich ihn mir mindestens zweimal anschauen werde. Und er hat ein Wendecover. Und ja, wir können nichts weiter zu sagen, aber wir werden es irgendwann mal wahrscheinlich bei unserem Kiegen-Ding. Nicht schon wieder. Ich lasse doch nur deine Sachen fallen. Wieso nur meine heute? Weil du meine nicht in die Hand kriegst. Und dann machen wir weiter, den ich in meine Tom Hanks Abteilung stellen würde, wenn ich eine hätte auf Blu-ray. Hast du ja Björn. Ja. Hast du jetzt den Anfang? Also auf Blu-ray sortiere ich alphabetisch nach wie vor. Das darf ich, glaube ich, an dieser Stelle mal kurz erwähnen. Meine teuflischen Nachbarn. Das wäre beinahe auch Young, ne? Das ist ja nicht mein Haus. Das ein Film, den wollte ich mir auch schon länger mal kaufen, auf DVD eigentlich, aber jetzt lag er als Blu-ray rum. Ich dachte mir, ja gut, DVD, Blu-ray, kannst du ihn auch auf Blu-ray kaufen. Für 5 Euro ist er genauso teuer, wie ich ihn für DVD mitgenommen hätte, also... Naja, nee, 6,66, aber fast genauso teuer. Und es ist ja nicht nur Tom Hanks, der mich spielt. Es ist nicht nur Tom Hanks. Sondern auch Carrie Fisher. Tom Hanks, ich sag immer wieder Tom Hanks. Mhm. Genauso Hugh Jackman. Hugh Jackman, ja. Hugh und, Jackman? Oh, Jackman. Und? Corey Feldman, ach du Scheiße. Ey. Corey Feldman. Und Bruce Dern. Also da sind noch wieder einige, ist ja auch ein kleiner Klassiker mittlerweile geworden. Ich übrigens nicht kenne. Ich kenne ihn, glaube ich, fast komplett. Aber Joe Dante, bin mal gespannt, ne? Hier, Gremlins. Joe Dante, glaube ich, oder? Ich muss ihn mir auch nochmal angucken. Oder war das ich glaube, ich habe ihn nicht komplett gesehen, ist, oder wenn, dann auch nur im Fernsehen mal. Und ich bin mal gespannt, auch da sollte irgendwas mit der Synchro, glaube ich, gewesen sein. Der wurde, glaube ich, nochmal nachsynchronisiert. Ja klar, sie haben alle alten Tom Hanks Filme, glaube ich, an seine aktuelle Stimme genau, angepasst. Aber das finde ich gar nicht so schlimm, weil ich habe nichts außer, gegen seine was haben wir Stimme. Neulich geguckt, da war doch irgendwas mit Tom Hanks, da war seine Stimme alt. Da war das die eigene, noch die alte Synchro. Was haben wir denn geguckt? Ah ja, hier eine. Eine Klasse für sich. Stimmt. Da hat er seine andere. Da hätte ich mir. Also ich bin, da würde die neue Synchro überhaupt nicht passen. Ja, gut, aber es haben sich ja einige drüber aufgeregt, schon bei Geschenkt ist noch zu teuer, weiß ich das. Da habe ich mir gedacht, so, warum regen die sich denn drüber auf? Da ist doch nichts neu synchronisiert worden, bis ich dann irgendwann gerafft habe, okay, da war vorher eine andere Stimme. Aber ganz ehrlich, bei Eine Klasse für sich, die Rolle, die er da spielt, mit der Stimme, die er jetzt hat, das würde. Funktionieren können. Nach. Das würde überhaupt nicht gehen. Aber ja, ich finde es nicht schlimm, wenn es neu synchronisiert wird, damit der Schauspieler eine einheitliche Stimme hat. Ja, ich glaube auch. Ne? Also, aber ich finde das echt nicht schlimm und daher freue ich mich schon auf diesen Film. Es sei denn, sie haben eine neue Stimme genommen. Das wäre natürlich furchtbar. Aber ich gehe jetzt nicht davon aus. Machen wir gleich weiter mit dem dritten. Den hatte ich auch bei Müller schon in der Hand, aber da war er mir dann letztendlich zu teuer runtergerechnet. War das so eine 4-für-3 Aktion, aber da hätte ich ja trotzdem 8 Euro oder so ausgegeben. Jetzt habe ich für 6,66 bekommen. Smiley. Der Film mit wie viel waren es? Ein paar Millionen. Mit 29.577.084 YouTube-Trailer-Klicks. Trailer-Klicks. Aber der Untertitel ist schön. Das Grauen trägt ein Lächeln. Ja, mich hat da ehrlich gesagt das Cover mal so ein bisschen interessiert. Wahrscheinlich ist das jetzt kein... Erfinden die wahrscheinlich den Horror nicht neu, aber... Erwarte ich auch gar nicht. Er soll mich unterhalten, ich freue mich schon drauf. Vielleicht gucken wir ihn den ja heute. Aber erstmal müssen wir deinen Film zu Ende gucken, den wir gestern abgebrochen haben. Machen wir weiter! 3 für 20 und es waren Steals dabei. Und was für Steals? Da waren einige coole Steals dabei, einige hatten wir nun leider schon. Für mehr als 6,66. Stichwort Killing Season. Ich glaube, ich hätte irgendwie so 18 Euro dafür ausgegeben. 6,66. Haben sie auch ganz viele gekauft. Ne? Also die Videos, die ich jetzt vom Mediamarkt gesehen habe, von dieser Aktion, da war in der Regel fast jedes Mal Killing Season dabei. Ja, und das ärgert mich so richtig. Also hätte ich den für 10 gekauft und jetzt 6,66, hätte es mich sicherlich auch ein bisschen geärgert, aber das ist ja nun schon ein enormer Preisunterschied gewesen. Aber gut, einen anderen Film, den ich mir auch schon kaufen wollte, und gut, dass ich es nicht getan habe, weil jetzt habe ich ihn billig gekauft. Es ist so Killing Season,
in etwa, also war die, no gleiche, das war die gleiche Zeit, nein, nicht vom Inhalt, ich meine ja so von der gleichen Zeit her, da hatte ich mir auch überlegt. Na gut, von dem Inhalt gibt's aber auch Killing Season habe ich mir gekauft und den halt nicht und da hat es dann jetzt Gott sei Dank ein Heavy End gefunden. Hours mit Paul Walker. Und ja, der Film hatte mich damals interessiert wegen dem Stil erstmal. Also erstmal wurde ich angesprochen durch den Stil und dann durch den Inhalt. Nein. Der kam mir danach erst. Aber ich habe mir dann daraufhin den Inhalt durchgelesen. Ne? Manchmal, ich kenne nur einen Trailer davon. Und manche Filme beachtet man ja gar nicht, wenn sie nur als Standard-Emory rumliegen und kein gutes Cover haben. Ah, ich finde das Cover hier schon ziemlich geil. Ja. Mit diesem Lichteinfall und dann das kleine Baby in seinen Händen. Bin gespannt, könnte gut werden. Puh, könnte auch 0815 Actionfilm werden, aber nee, das glaube ich nicht. Es hat ja eine andere Prämisse, sag ich mal. Oder Ausgangslage, also es ist ja nicht, er rennt durch die Stadt und verprügelt Leute. Auf jeden Fall auch wieder eins dieser Stils, die auf einmal bei YouTube an einem Tag in jedem zweiten Account vorkamen. Also, weil Paul Walker tot war. Nein, das war ja, als es rauskam. Ja, aber der ist ja kurz danach gestorben. Ja, aber an dem Tag, wo es rauskam, hatte es jeder. Und dann ist er erst, glaube ich, gestorben. Ja, er war ja auch schon vorher bekannt. Also ja, auf jeden Fall auch eins dieser Filme, die ich vorher nie gehört habe und auf einmal waren sie da. Genau wie dieser hier, würde ich nicht sagen, aber Stolen, das nächste Stil, was ich mir gekauft habe, das habe ich mir jetzt eher nur gekauft wegen der 3-for-20-Aktion und ein Stil für 6,66 ist natürlich geil. Und Nicolas Cage macht Nicolas auch schon Cage so halbwegs gute Filme. Geht auch und der die Story, das wird ein 0815-Action-Film. Die Story klang okay. Mal gucken, was das wird. Nein. Simon West. Ja. Expendables 2. Con Air. Unter anderem. Mal schauen. Ne? Also da erwarte ich wirklich wenig. Kann gut werden, muss nicht, aber es ist ein schönes Stil. Es hat sogar ein Inlay, zeige ich aber jetzt nicht. Wo sind wir hier? Das will alles gleich zeigen. Ist das hier ein Unpicking? Nein, ist es nicht. Den nächsten Film habe ich, nehmen wir mal ordentliches Deutsch. Gedoppelt upgraded? Naja, ich habe ihn geupgradet, ja. Ja, gedoppelt, also jetzt weiß ich, was du mit gedoppelt upgraded meinst. Ja, ich habe ihn gedoppelt upgraded. Denn zum einen habe ich ihn als DVD und zum anderen nur als Standard. Und jetzt habe ich ihn als Blu-ray und als Steel. Wenn das nicht mal gelohnt hat. Und dann auch noch für 6,66, 22 Bullets, John Reno ist sowieso top. Und der Film war auch richtig gut, wie ich finde. Und deswegen fiel es mir nur kurz schwer, ihn nicht zu kaufen. Ach, wie auch immer. Also ich habe nur kurz überlegen müssen, ob ich ihn wirklich habe. Aber man muss auch mal sagen, wir hatten auch wieder, so hat das auch oh, wieder so ja. einen Stapel. Also ich hatte, glaube ich, 12 Filme oder so locker in der Hand. Oder ich musste mir einen Einkaufswagen holen, was in unserem Mediamarkt eher selten, was in unserem Mediamarkt, glaube ich, eher selten vorkam. Bisher noch nie. Oder noch nie vorkam, dass ich mal einen Einkaufswagen brauchte. Korb brauchte. Und ja, aber wir haben erfolgreich aussortiert. Ich bin ganz stolz auf mich. Also ich habe, ich glaube, ich hatte wirklich 12, 13 Filme in der Hand und habe nur 6 gekauft. Man ist ja mit kleinen Erfolgen schon sehr zufrieden. So, ich glaube, ich habe alle. Naja, eine Sache noch. Naja, aber jetzt bist du erst mal dran. Wir haben, oder ich habe außerdem noch an einer 2-for-20 Aktion bei TV-Serien auf DVD bei Amazon mitgemacht und habe meine Futurama-Sammlung ein wenig vervollständigt. Mit der 5. und 6. Season. Noch in den guten Versionen mit Pappschuber. Da gibt es auch noch keine Neuauflagen zum Glück. Es sind ja schon die Neuauflagen, wo viele sagen, die sind hässlich. Ich finde es geil, dass sie jetzt angepasst worden sind. Alle. Und auch die 7. hat noch einen Pappschuber. Ich hoffe mal die 8. auch, wenn sie dann demnächst kommt. Welche Marke, ich bin gesagt? 20th Century Fox. Das sind, glaube ich, dafür nicht so gut. Oder, wenn man nach Futurama geht, 30th Century Fox. Weil sie sind ja im 31. Jahrhundert angekommen. Ja, haben wir mit unserem Prime gekauft, ne? Kann man ja noch kurz erwähnen. Amazon hat ja erfolgreich die Mindestbestellwert angehoben, um versandkostenfrei zu kaufen. Und daraufhin haben wir uns gedacht, ach, dann machen wir jetzt Prime. Und dann habe ich gleich das noch mitgenommen. Genau. Weil und dann gab es auch noch bei Mediamarkt 3 Spiele für 49 Euro.
Genau, und bei der ich habe da richtig Geld gespart. Das Geilste war, wir waren am ersten Tag der Aktion, Wir waren am offiziell ersten Tag der Aktion. Ne? Und dann erzählen sie uns in dem Jahr, ja, ist ja schön, dass die Kollegen die Filme schon rausgebracht haben, die Spiele nehmen erst am Morgen dran teil. Ja. Obwohl sie die schon hingeräumt haben. Und sie hätten nur sagen müssen, okay, ich rufe vorne bei der Kasse an, dass wir das irgendwie machen. Sie hatten alle DVD, Blu-Rays, die in dieser Aktion alle drin waren. Alle CDs. Alle CDs, es waren ja auch CDs mit dabei. Alle DVDs. DVDs waren noch nicht alle dabei, aber, ja, aber es waren, es fehlten nur noch, glaube ich, die, die einen, am Tag danach veröffentlicht wurden. Also es waren ja auch einige dabei, die erst einen Tag später rauskamen, wie Sabotage und Transcendence. Ich glaube, das waren die einzigen, die halt nicht an dem Tag da lagen aus der Werbung. Aber alles lag aus. Selbst die Spiele waren schon alle an dem Platz hingesortiert. Drapiert. Ne? Also man hat es richtig gesehen. So, hier ist diese Aktion. Das sind alles die Filme, die da heute und da fehlt nur noch der Aufkleber auf der Packung. Der war nicht bereit, da irgendwie mal einen Tag früher. Also bin ich einen Tag später hingegangen und habe sie gekauft. Er war übrigens auch da. Ich glaube, er hat mich erkannt. Aber ich bin mir nicht sicher. Ist auch egal, ist trotzdem dumm. Ja, wir haben drei Filme. Man hätte auch sagen können, okay. Jetzt mal, ist laut Internet ja auch an dem Tag schon losgegangen ist. Ja, das ist ja das Ding. Offiziell sollte ja die Aktion wirklich auch an diesem Tag losgehen, aber gut. Dann fangen wir mal an mit deinem Spiel. Deswegen halte ich ihn auch in die Kamera. Also es. Ich habe mir Rayman Legends gekauft. Habe ich ja schon mal erwähnt, ich stehe so auf Jump'n'Run und so Kram. Hab's auch schon nicht fast durch, aber ich bin schon sehr weit. Zwei, drei Tage durchspielen. Danach sieht man nur noch Jump'n'Run. Ich habe mir mitgenommen, weil ich den zweiten Teil noch brauchte. Den ersten hatte ich eigentlich schon, aber ey, für statt 40€ 16,66 und billiger hätte ich den zweiten eh nicht bekommen. Die Darksiders Collection mitgenommen. Muss sagen, ich bin ein bisschen enttäuscht vom zweiten. Ist nicht ganz so geil wie der erste. Könnte ich den ersten verkaufen? Ja. Falls ihn wer haben möchte. Der erste ist wirklich gut. Zweite. Der ist komplett da drauf, ja? Zwei Spiele komplett auf einer? So, ist ein zweites. Spiel Nummer 1, Spiel Nummer 2. Und hier das komplette Booklet befasst sich, glaube ich, mit dem ersten Teil und die letzten drei Seiten sind für Teil 2. Auch sehr geil. Aber wo ich mich ja wirklich gefreut habe, dass es auch das noch mit Pappschuhe gab, ist statt 40€ 16,66 die Skyrim Legendary Edition mit allen drei Bonusinhalten, die auf einer Bonusdisc enthalten sind, einer riesigen Karte oder großen Karte der Welt. Und ich hatte eh vor mir, das Ding zu kaufen, weil ich auch den Vorgänger gut gespielt habe. So locker 100 Stunden. Und jetzt habe ich es. Für 16,66. Also ich habe locker 23 Euro gespart. Bei den beiden ich Spielen. Auch jeweils. 10 Euro und mehr gespart. Sollte ja auch für 30 eigentlich rumliegen. Schon krass. Tja. Und das war's. Sind wir durch. Endlich. Nach gut einer Stunde 8. Wahnsinn! Tja. Was gibt's noch zu sagen, außer... Ich bin fertig, krieg schon wieder Hunger. Die Banane ist weg. Die ich auch vorher gegessen habe. Mit diesen Worten beenden wir das Video jetzt. Ciao!